zum Gipfel rauf, mitten durch den schönen Harzer Wald. Im klaren Bächlein muntere Forellen springen, von Ferne hört man manches Mal die Köhlerliesel singen. Schaust du genauer hin, kannst du die Rehlein sehen. Komm doch mit, hier ist die Welt so schön. Von Weitem hört man schon das Pfeifen von der Brockenbahn. Sie stampft und schnauft den Berg hinauf und strengt sich mächtig an. Los geht's am Fuß der Berge in unserer kleinen Stadt, die bunte Fachwerkhäuser und das schönste Rathaus hat. Wir fahren mit der Brockenbahn zum Gipfel rauf, mitten durch den schönen Harzer Wald. In klarem Bächlein muntere Forellen springen, von Ferne hört man manches Mal die Köhlerliesel singen. Schaust du genauer hin, kannst du die Rehlein sehen. Komm doch mit, hier ist die Welt so schön. Ja. Mitten durch das Städtchen geht's hinaus in Wald und Flur, durch Tunnel über Dampfeisenbahn, 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 die alte Dampf, Dampf, Dampfeisenbahn, ja, die hat mir's angetan. Die alte Dampf, Dampf, Dampfeisenbahn, 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 die alte Dampf, Dampf, Dampf. Eisenbahn, ja, die hat mir's angetan. In den Gärten blüht der Löwenzahn, unterm Bahndamm wohnt die Maus. Und der Lokführer zündet seine Pfeife an, der schaut aus dem Kohlenwagen raus. Plötzlich hält der Zug auf der Strecke an, weil eine Kuh auf den Gleisen steht. Niemand regt sich auf, jeder pfeift darauf. Komm ich heute nicht, komm ich morgen, sowas macht mir keine Sorgen, wenn's nur immer mit der Ruhe weitergeht. Dampfeisenbahn, Dampfeisenbahn, die alte Dampf, Dampf, Dampfeisenbahn, ja, die hat mir's angetan. Ra, 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 ta, ta, ra, ta, ta, ra, ta, ta, ta. Blumen pflücken während der Fahrt erlaubt. Ta, 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 ra, 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 ta, ta, ra, ta, ta, ra. Dampf-Eisenbahn, ja, die hat mir's angetan.
wir uns die Ankunft auf dem Brocken vor, aber die Realität sah anders aus. Auf dem Brocken. Den Schnaps brauchten wir, um uns aufzuwärmen. Das war dringend notwendig. Das Wetter wurde so schlecht auf dem Brocken, dass sogar der Zugverkehr eingestellt wurde. Es fuhr nur noch ein Zug vom Brocken wieder nach Wernigerode. Dann hieß es, schnell zum Bahnhof, hoffentlich noch einen Sitzplatz ergattern. Aber Gott sei Dank, wir hatten Glück. Aber der Zug war überfüllt bis zum letzten Platz. Aber Hauptsache, wieder unten und im Brockenen.